Im Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und privaten Betreibern, unter Beteiligung von Feuerwehr- und Sanitätsorganisationen, ist ein nahezu flächendeckendes Netz von Rettungshubschrauberstationen geschaffen worden, welches in der ganzen Welt einmalig ist. Jeder Hubschrauber ist bei einem Krankenhaus stationiert und wird im Umkreis von 50 Kilometer eingesetzt. Er kann innerhalb von 2 Minuten nach Eintreffen des Notrufes mit Arzt und Rettungsassistent starten. Alle Rettungshubschrauber tragen den Rufnamen Christoph. Das Bundesamt für Zivilschutz stellt für den Bundesminister des Innern 32 Hubschrauber für den erweiterten Katastrophenschutz zur Verfügung, die vom Rettungsdienst der Länder in 22 Stationen genutzt werden. Piloten und technisches Bodenpersonal kommen vom Bundesgrenzschutz. Etwa 50 Stationen sollen die gesamte Bundesrepublik versorgen. Das Einsatznetz wird vervollständigt von 10 Stationen des ADAC, 9 der Bundeswehr, 7 der Deutschen Rettungsflugwacht und anderer Betreiber. Ein wichtiger Baustein in der Notfallmedizin ist die Luftrettung. Für uns Notfallmediziner ist es dabei wichtig, einen guten und verlässlichen Partner gerade im Bereich der Luftrettung zu haben. Um den Kopf für die Notfallmedizin frei zu haben, müssen wir uns verlassen können, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Und dort haben wir im Bundesgrenzschutz einen hervorragenden Partner, der eine Top-Ausbildung hat, der einen sehr hohen Sicherheitsstandard im Bereich der Technik hat und der einen hohen Teamgeist hat. Nur so können wir unser Motto der Rettungskette "Gemeinsam sind wir stark" auch tatsächlich leben. Die Zusammenarbeit mit zivilen Luftrettungsunternehmen ist konstruktiv. Das deutsche Modell der Luftrettung hat sich bewährt und ist flächendeckend vorhanden. Die Bedeutung der Luftrettung für die Motivation und die Qualität des fliegenden Personals des BGS ist unverändert als außerordentlich hoch zu bewerten. Von 7 Uhr morgens bis Sonnenuntergang sind die Retter aus der Luft einsatzbereit, um Leben zu retten, wo immer es in Gefahr ist. Die Fliegerei im Luftrettungsdienst stellt an uns Piloten besondere Anforderungen. Wir müssen unter erhöhtem Zeitdruck die medizinische Crew sicher und schnellstmöglich an den Einsatzort bringen. Meine Aufgabe als Rettungsassistent besteht in der Zusammenarbeit mit dem Notarzt bei der Versorgung der Notfallpatienten vor Ort. Der Luftrettungsdienst ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Rettungsdienstes, wenn es darum geht, die Qualität des Rettungsdienstes aufrechtzuerhalten.